Ja, guten Morgen, sehr verehrte Damen und Herren. Ich freue mich, als Vorarlberger wieder mal hier zu sein, hier im Ländle, zu Hause und so eine Musik dagegen anzukämpfen. So wunderbare Musik ist natürlich nicht leicht als ein Redner danach. Wunderbare Worte, wunderbare Ethik in Kommunikation und betrieblicher Führung. Toni Matthies und ich, wir müssten jetzt Flick-Flack machen oder Liegestützen, um diesen musikalischen Entree hier wirklich die Parole zu bieten. Ja, meine Damen und Herren, Gesundheit ohne Denkblockaden. Dieser Titel ist mir heute, also in den letzten Tagen, genannt worden. Das ist das Thema, über das ich mich mit Ihnen gerne unterhalten möchte, mit Ihnen gerne sprechen möchte. Gesundheit steht also im engen Zusammenhang mit unserem Denken. Wir wissen heute, dass das Ausbleiben von Gesundheit fast immer auf Blockaden im Denken und Fühlen zurückzuführen ist. Die Blockaden manifestieren sich meist körperlich und seelisch. Als Krankheit schlagen sie Alarm und fordern schmerzlich zur Veränderung auf. Keine Krankheit existiert isoliert für sich, immer ist sie eingebettet in Zusammenhänge eines Selbst und seines Lebens. Ich werde Ihnen also heute keinen medizinischen, transdisziplinären Fachvortrag halten, der Sie in die biochemische Hintergründe einführen würde. Ich erzähle Ihnen heute etwas aus meinen eigenen Erfahrungen. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts, keine PowerPoint. Das heißt auch kein Verweis darauf, dass der Point of Power auf der Bühne hinter dem Rednerpult zu verorten wäre. Und das ist der Hinweis auf den Quantenwandel, den wir über Jahrzehnte hinweg auch aus einer medizinisch-therapeutischen Perspektive mitbeobachtet und begleitet haben. In der universitären Medizin wurde der Point of Power bei den Ärzten vermutet und diese Vermutung wurde gepflegt. Der Terminus Götter in Weiß deutet dieses Übersteigende selbstverständlich an. Wer Gesundheit ganzheitlich begreift, der weiß, dass der Point of Power im Dazwischen zu suchen ist. Die Kraft und Energie liegt in dem Resonanzraum, der sich zwischen Arzt und Patient eröffnet, wenn sie miteinander in eine Beziehung eintreten. Wie wir alle wissen, bleibt im engen Zeitkorsett überarbeiteter Ärzte, die unter dem Druck steigender Gesundheitskosten im Akkord operieren und behandeln müssen, dafür wenig bis gar kein Raum. Darum nehmen die Gäste Ärzte und Therapeuten des Lanzerhofs sich diese Zeit und investieren in dieses Dazwischen, einen Resonanzraum, der Kraft, Energie und Heilung schafft. So wie die Kraft und Energie dessen, was ich Ihnen heute gerne mitgeben würde, zwischen Ihnen und mir liegt und letztendlich von Ihnen entschieden wird. Authentizität, um die geht es in der Welt, in der wir nie sicher sein können, ob das, was wir sehen, nicht vielleicht gefotoshoppt ist oder ob es sich bei dem, was wir essen, nicht um ein gut gemachtes Ersatzprodukt handelt. Über das Netz korrespondieren wir mit Menschen, die wir niemals persönlich getroffen haben. Wir öffnen ihnen unser Herz und wissen nicht, mit wem wir uns austauschen. Wir erfahren das Gefühl, angenommen zu sein, das Gefühl, mit anderen in tiefer Verbindung zu leben. Wir werden gewarnt und verunsichert. Dabei sehnen wir uns nach Sicherheit, nach einer Welt, in der wir vertrauen können. Und auch Vertrauen ist etwas, das in diesem Dazwischen zu suchen und zu finden ist. Ich möchte Ihnen einen Blick auf dieses Dazwischen lenken, den Raum, der nicht genau zu fassen ist und der auch als Unsicherheitsfeld verstanden werden kann. Ich werde in den nächsten Jahr 60. Und gehöre damit zu jenen, die mit der Fantasie von Sicherheit und technischer Machbarkeit aufgewachsen sind. So wie wir fest davon überzeugt waren, dass Fortschritt immer positiv konnotiert ist, waren wir uns sicher, dass es im Leben darum geht, Karriere zu machen, viel Geld zu verdienen, materielle Werte anzusammeln und Gesundheit in erster Linie berufliche Leistungsfähigkeit bedeutet. Wir ritten die Fitnesswelle, trainierten uns stahlharte Muskeln an und rannten uns im wahrsten Sinne und im wahrsten Worte die Seele aus dem Leib.
Nicht wenige von uns erinnern sich an die Tage, in denen wir eher Robotern als liebenden Menschen ähnelten. In Kontakt mit meinen Gästen, erfolgreichen Managern und Unternehmerinnen und Top-Führungskräften wurde mir mit den Jahren immer deutlicher, dass das vieles von den Aktivitäten waren, die Gesundheitsgefährdung und nicht Gesundheitsförderung bedeuteten. In der Bewegungstherapie stellten wir von der Gerätefitness auf Softmoves um. Ich selbst absolvierte eine Coaching-Ausbildung und ließ auch alle Ärzte professionell als Coaches ausbilden. Immer deutlicher wurde, dass die Gesundheit und die Basis der Gesundheit in der Persönlichkeit zu suchen und zu finden ist. Persönlichkeit und Lebensstil sind entscheidend, wenn es um nachhaltige Gesundheitspflege und ganzheitliche Leistungsfähigkeit geht. In vielen Dialogen mit beruflichen, sehr erfolgreichen Unternehmerpersönlichkeiten wurde mir klar, dass die Rahmenbedingungen, die wir alle zunehmend beklagen, nicht die eigentliche Ursache für die häufige Abwesenheit von Krankheit sind, von Gesundheit sind, Entschuldigung. Nicht die zunehmende Vernetzung und technische Dynamisierung sind Stressauslöser, unsere mangelnde Adaptation, die Blockaden im Denken und damit starren Handlungsmuster kann ich bei meinen Coaches genauso wie in meinem eigenen Leben als tatsächlich wirkende Ursache beobachten. Und ich nehme an dieser Stelle Anleihe bei dem französischen Philosophen Michel Serres, der als emeritierter Professor eine Liebeserklärung an die vernetzte Generation formuliert hat. Serres führt uns vor Augen, dass wir in einer veränderten Welt mit jungen Menschen zusammenleben, die bereits in einer anderen Weise fühlen, spielen, leben und arbeiten. Sie sind anders wie wir. Ihre Gehirne erkennen und systematisieren und verarbeiten anders. Sie können mehr Informationen gleichzeitig aufnehmen. Sie sind in einem permanenten, adaptiven Lernmodus. Ihre Sprache ist eine andere als unsere und sie leben in einem anderen Raum als wir. Sie leben in einem topologischen Raum von Nachbarschaften. Mit dem Daumen sausen sie über die Tastatur ihrer Smartphones und verbinden sich mit der ganzen Welt. Sie leben in einem Verteilungsraum, sie tauschen und teilen und stellen damit unser Verständnis von Konsum und Werten auf den Kopf. Und das wirkt auf uns, die wir noch in einer anderen Welt geboren waren und sozialisiert wurden, zutiefst verunsichert. Und es fordert uns in einem Maße heraus, wie uns selten etwas gefordert hat. Dazu kommt, dass wir darauf nicht vorbereitet sind. Auf die meisten Herausforderungen in unserem Leben waren wir vorbereitet. Und diese Veränderungen treffen uns in einer anderen Weise. Serres führt uns vor Augen, dass es bei allen Verlusten auch große Gewinne zu erwarten sind. Und wenn das Wissen überall verfügbar und Bildung zum Allgemeingut wird, sichert es die Informationskompetenz des Konsumenten. Als Beispiel lassen Sie mich wieder in den Alltag im Lanzerhof Bezug nehmen. Die sogenannten Patienten sind heute Prosumenten. Sie halten sich nicht mehr still, wie es die Bezeichnung Patient vermuten ließe. Sie werden vom Gesundheitssystem aufgefordert, Verantwortung zu übernehmen und tun dies auch. Sie informieren sich und entscheiden durch ihr Konsumverhalten, welche Gesundheitsmärkte sie stärken. So ist in den letzten Jahren zu einer Differenzierung in einen ersten und zweiten Gesundheitsmarkt gekommen. Der erste Gesundheitsmarkt betrifft in der Hauptsache die Akutmedizin, die staatlich und über Kranken- und Gesundheitskassen finanziert wird. Der zweite Gesundheitsmarkt, der rasante Wachstumsfelder zu verzeichnen hat und in dem auch der Lanzerhof oder auch hier Richard Schwende anzusiedeln ist, betrifft transdisziplinäre medizinische, therapeutische Angebote, die meistens privat zu finanzieren sind. Hier ist der Mensch Mitgestalter. Er organisiert sich seine Gesundheit selbstverantwortlich und dazu informiert er sich umfassend und lässt sich beraten. Dem ehemaligen weißen Gott begegnet ein Experte in eigener Sache, der besser als jeder Arzt über seine persönliche und ganzheitlich seelische
Geistes- und Leiblichkeitsverfassung, Verfügungshoheit empfindet. Man begegnet sich auf Augenhöhe. Und das fordert ein Selbstverständnis auf Seiten der Ärzte und Therapeuten. Sie können sich vorstellen, dass das nicht ohne Folgen für die Positionierung der Ärzte bleibt. Auch hier gibt es jene, die sich zur Wehr setzen und versuchen abzublocken, was nicht abzuwenden ist. Und dann gibt es die, denen diese Veränderung zugutekommen, die den Wandel befürworten und mitgestalten. Aber so geht es nicht allein den Ärzten, so geht es auch den Lehrern und Professoren, an die sich Michel Serres in der ersten Linie richtet, wenn er fordert, Denkblockaden aufzulösen und die Veränderung als Gewinn für uns alle anzusehen. Wenn wir also Wissen überall zugänglich haben, ändert sich das Verständnis vom Lernen. Und in ganz alten Zeiten war das Wissen in den Köpfen der Gelehrten und die Schüler hingen an den Lippen der Lehrer. Mit Buchdruck und Demokratisierung wandelt sich das und die Augen hefteten sich auf die Projektionen in Lehr- und Vortragsräumen. Heute hat die Lehre längst die Hörsäle verlassen und ihren Weg im Internet, Fernsehen und Kinos gefunden. Eine Parallelkommunikation läuft permanent mit, reflektiert und kommentiert das Geschehen. Facebook und Twitter sind Plattformen, die es erlauben, in Echtzeit über den engen Raum des Vortragsraums hinaus die Welt mitreden zu lassen und selbst die Stimme zu erheben. Aus Zuhörern sind Mitdenker und Mitredner geworden. Ganz so, wie aus Arbeitern Mitarbeiter geworden sind, denen in einer flachen Organisationsaufbau Mitdenken und Mitsprache zur Verpflichtung werden. Ja, die vernetzte Welt gibt keine Richtung mehr vor. Man organisiert sich in einer mehr und mehr fluiden Welt. Und das macht uns zu schaffen. Wir waren es gewohnt zu wissen, dass oben und Wachstum gut sind. Wir haben uns auf Hierarchien und disziplinäre Grenzen verlassen. Aber jetzt müssen wir beobachten, wie Differenzierungen und Grenzziehungen sich auflösen. In allen Bereichen scheint die Kompetenz in diesem dazwischen zu liegen. Man begegnet sich in vielen Kontexten auf Augenhöhe und das verlangt nach Dialog, nach achtsamer Aufmerksamkeit für die anderen, für deren Interessen und dem Bemühen, gemeinsam eine tragfähige Lösung zu finden. Und was bedeutet das? Das irritiert und löst Ängste aus. Häufig wirken diese Ängste so blockierend, dass wir die Chancen nicht erkennen können, die sie aus dem Neuen ergeben. Und ich weiß, wovon ich spreche. In meiner Kernfrage im Coaching lautete meistens: Wie würden Sie ohne Visitenkarte leben? Bis ich mir diese Frage eines Tages selber stellte und zu meiner Überraschung fiel mir die Antwort nicht so leicht, wie ich es gerne gehabt hätte. Und diese Erkenntnis war der Auslöser für einen Prozess, von dem mein Team und ich am Beginn nicht geglaubt hätte, dass er uns so gut gelingen könnte, wie er uns gelungen ist. In meinen Coaching-Sessions ziehe ich es vor, in die Natur zu gehen. Und gerade für Top-Manager ist das ein Setting, das sich aus ihrem Panzer lockt. Wir gehen in den Wald oder in die Berge, lassen die Engen des umbauten Raumes hinter uns und öffnen auf diese Weise Körper, Geist und Seele für ein freieres und achtsameres Empfinden, Wahrnehmen und Denken. In diesen vielen Stunden wurde mir immer deutlicher, dass wir uns von einer Welt verabschieden, die mitunter von einem großen Ziel der Maximierung bestimmt war. Ob es sich um Macht, Profit oder Kontrolle handelte, meist ging es nur um Wachstum. Und wer in diesem Spiel Sieger war und sich mit dem materiellen Trophäen schmücken konnte, bildete sich ein, gemocht, vielleicht sogar geliebt zu werden. Erst nach der Lebensmitte wurde meinen Coaches bewusst, dass diese Sicht auch eine Limitierung ihrer eigenen Möglichkeiten bedeutete. Sie zahlten einen hohen Preis. Viele von ihnen litten unter Angst, die ihren Weg ins Bewusstsein erst über schwere Krankheit und Ausfallssituationen fand. Diese äußerlich sehr erfolgreichen Menschen befanden sich auf einem einsamen Weg. Und wenn wir dann
zu meiner Kernfrage kamen, brachen für viele ein wohlkonstruiertes Kartenhaus zusammen. Wer sind wir ohne Visitenkarte? Übersetzt ist das die Frage nach dem Menschen hinter der Fassade. In diesen Gesprächen und Meditationen wurde deutlich, dass es für uns, die wir aus der alten Welt kommen, darum geht, Anschluss an diese neue Welt zu finden, die unsere Kinder gestalten. Für sie ist Erfüllung das Ziel und Profit etwas, das sich selbstverständlich einstellt, wenn man auf dem richtigen Weg ist, nämlich Nutzen für sich und andere zu stiften. Sie suchen im Wettbewerb Freude und konstruktive Synergien. Und es geht dabei immer um Beziehung, um Verbindung, um Nachhaltigkeit. Kein Hit and Run, sondern ein gutes Miteinander. Ein Give and Stay. Und dazu bedarf es der Empathie und des Einfühlungsvermögens, der Dialogfähigkeit und als Basis dessen eines guten Selbstmanagements. Eine ganz entscheidende Voraussetzung ist dabei gefragt. Und hier komme ich wieder auf Michel Serre zurück. Wir müssen von einer Inkompetenzvermutung umschalten auf eine Kompetenzvermutung. Und ich darf das, weil es mir so wichtig ist, noch einmal wiederholen. Die Inkompetenzvermutung macht es notwendig, anderen Menschen die Verantwortung abzunehmen und sie sich zu eigen zu machen. Und genau das war die Welt der großen Entscheider, die für jene entscheiden, die dazu nicht in der Lage sind. Aber die Welt hat sich geändert. Die Menschen sind mündige Wesen, die sehr verantwortlich selbst entscheiden können. Und genau das ist es, was sich einstellt, wenn wir auf Kompetenzvermutung umstellen. Dann begegnen wir unseren Kindern, unseren Mitarbeitern, unseren Mitmenschen in einer neuen Weise. Wir sind interessiert, offen und kooperativ, bereit, uns einzulassen, und wir sind hinreichend demütig, um nicht von der Auffassung getrieben zu sein, wir wüssten, wie die Welt funktioniert und müssten das nur der Welt mitteilen, teilweise sogar ihr aufzwingen. Tatsächlich können wir in dieser neuen Welt immer nur einladen und anbieten. Und so bitte auch Sie, auch meinen Beitrag heute zu verstehen, als eine Einladung, in sich hineinzuspüren und die eigene Situation zu hinterfragen. Ich habe Ihnen kein allgemeingültiges Wissen anzubieten, ich kann Ihnen nur einen kleinen Einblick in meine Erfahrungen anbieten. Wenn ich daher nun über Gesundheit und Denkblockaden spreche, so kann ich dies primär aus europäischer Perspektive machen, die nun einmal eine starke biomedizinische Affinität aufweist. Erst in den vergangenen Jahren und beiden Jahrzehnten waren Abrücken von den über 200 Jahren kultivierten naturwissenschaftlichen Kausalität für mich erkennbar. Mit der Psychosomatik der Verhaltens- und Präventivmedizin und vor allem aber mit den neuen Gesundheitswissenschaften gesellten sich während der 90er Jahre komplementäre Praxisfelder zur etablierten Medizin. Flankiert wurden diese Prozesse, und das betrifft zentral auch meinen Erfahrungsbereich, den Gesundheitstourismus, mit einer permanent wachsenden Akzeptanz für die indische Medizintradition des Ayurveda oder auch der traditionellen chinesischen Medizin TCM. Beide Entwicklungslinien gegenüber stand ich bis heute stets aufgeschlossen gegenüber. Ja, habe sich selbst im interkulturellen Austausch intensiv erfahren und in dieses Landsmed-Konzept einbauen können. Beachtenswert fand ich dabei neben persönlichen, sehr positiven Erfahrungen die Tatsache, dass es sich bei beiden Medizinströmungen um kontinuierliche Entwicklungslinien seit über 4,5 Jahrtausenden handelt, während die evidenzbasierte westliche Medizin sich spätestens Ende des 18. Jahrhunderts von der Vier-Säfte-Lehre des Hippokrates und des Stararztes Galen verabschieden musste. Denkblockaden verhinderten in unserem Kulturkreis lange Zeit diese notwendigen Paradigmenwechsel. Es konnte nicht wahr sein, was nicht wahr sein durfte. Der dann folgende
einzigartige Siegeszug der westlichen Medizin mit all ihren revolutionären Erkenntnissen und Ergebnissen implizierte aber auch lange Zeit kaum beachtende Nebeneffekte. Das Abweichen vom Holismus, der Ganzheitlichkeit und die weitgehende Deliberalisierung des Kranken zum Homo patiens seien hier stellvertretend genannt. In den frühen 80er Jahren gründete ich den Lanzerhof als ein Ort der Ruhe und der Gesundheit, als Gegenpol zu einer rasend schnell getakteten Businesswelt. Die Aufgabe, die ich mir stellte, war es, ein Konzept auf einem Sonnenplateau inmitten der Tiroler Bergwelt, einer einmaligen Symbiose aus Kontemplation, innerer Reinigung und aktiver Gesundheitspflege mit dezentem Design und Top-Level-Hotel-Ambiente zu kreieren. Damals litt ich unter den Blockaden und Behinderungen durch jene, die sich so etwas wie Gesundheitstourismus nicht vorstellen konnten. Ein Ausflug nach Eilat, Israel, in die Wüste mit 5 Freunden, rund um Dr. Waldifit Pechtel und Dr. Enrica Carbona, viele von Ihnen kennen die beiden Herren, beides Psychologen und Botschafter der modernen körperorientierten Analyse und Therapie, vermochten etwas Einzigartiges. Nach langen Wüstenläufen, tiefen Gesprächen und Erzählungen entdeckte ich hinter einer Sanddüne keine Gazelle, sondern eine erweiterte Form des Bewusstseins. Ja, meine Damen und Herren, Bewusstsein ist seit dieser Zeit für mich einer der wertvollsten Ressourcen und nicht etwa, wie ich immer noch glaubte, Geld und Erfolg. Bewusstsein können wir also als den wichtigsten und dabei nahezu unendlich verfügbaren Rohstoff definieren. Und Sie werden sich fragen, welche Formen des Bewusstseins gibt es? Die ersten drei kennen Sie alle, nämlich Wachen, Schlafen, Träumen. Der vierte Bewusstseinszustand wird im Yoga, kontemplativen und meditativen Übungen erreicht. Ein reines, transzendentales Bewusstsein jenseits der eigenen Denkblockaden und Programmierungen. Kosmisches Bewusstsein ist der fünfte Bewusstseinszustand. Ein Mensch im kosmischen Bewusstsein ist gesund in der Definition, dass er 100% seines Potenzials benutzt und intuitiv das Richtige tut. Es liegt daran, dass seine Handlung nicht vom eigenen begrenzten Intellekt gesteuert wird, sondern sich komplett im Einklang mit allen Naturgesetzen befindet, die im Bewusstsein seines jeden Menschen bereits strukturiert sind. Und wie wirkt sich das in unserem beruflichen Alltag aus? Mit kraftvollen Bewusstseinswerkzeugen gestalten souveräne Leader die Zukunft im Entstehen und steuern ihre Unternehmen sicher. Was ist also der Unterschied zwischen guten Führungskräften und exzellenten Leadern? Exzellente Leader sind offen. Sie sind offen für neue Erfahrungen, neue Ideen, neue Menschen und neue Unternehmungen. Es ist ihre einzigartige Offenheit, die unzählige Möglichkeiten eröffnet, zahllose Netzwerke erschafft und Kulturen formt, in denen sinnvolle Ideen entstehen. Mit offenen Ohren hören Sie zu, mit offenen Verstand entwerfen Sie neue Strategien, mit offenen Herzen repräsentieren Sie Ihr Unternehmen. Mit offenem Geist nehmen Sie einen inneren Ruf wahr. Leadership ist nicht das, was wir tun, sondern wer wir sind. Es geht um das Selbst, wie wir es ausdrücken. Exzellentes Leadership heißt erfolgreich führen aus dem Herzen. Und dabei können wir zwischen dem individuellen und dem kollektiven Bewusstsein unterscheiden. Und letzteres können wir für businesstaugliche fast schon als bodenständige Netzintelligenz bezeichnen. Also jene Intelligenz, mit der die nächste Generation bereits spielend umgeht. Und genau diese Intelligenz, diese Vernetzung wird von den einen abwehrend diffamiert und von den anderen begrüßt. Manche machen sich lustig über Jugendliche, die in Facebook und anderen Instrumenten experimentieren, in Blogs und virtuellen Netzwerken, deren unbezifferbare Mitgliederanzahl bald an die Weltbevölkerung heranreichen werden, formen Menschen ein virtuelles,
Konnektiv, das tief in unseren Alltag hineinwirken wird und hineinwirkt. Die Monaden organisieren sich. Es ist das erste Mal in der Geschichte, dass die Individuen über mehr Wissen, mehr Weisheit, über mehr Informationen und Entscheidungsfähigkeiten verfügen. Und lassen Sie mich es nochmal betonen. Während wir Gewohnheiten und Traditionen festhalten, weil wir Angst vor Veränderungen spüren, führt das zu inneren Überzeugungen und Blockaden, die sich in unseren Seelen und Körper abbilden. Die drastisch gestiegenen Anzahl Menschen, die an Burnout, also Überforderung, oder an Boreout, an Unterforderung leiden, zeigen ähnliche dramatische Krankheitsbilder, die in oft jahrelange Arbeitsunfähigkeit münden. Der dramatische Anstieg von Mobbingopfern, deren Leidensgeschichte oft ebenfalls zur Arbeitsunfähigkeit führen, ist Zeuge des kollektiven Widerstandes und Ausdruck der Ängste, die zu verdeckten Aggressionen führen können. Das soziale Gefüge ist krank und kann damit Einzelne krank machen. Ursache ist aber nicht die Entwicklung und der Fluss des Lebens. Ursache ist ein erbittertes Festhalten, meist an privilegierten Verhältnissen. Angst um die eigene Position, Angst vor einem Werteverlust peinigen oft die Menschen. Und jahrzehntelang hat sich meine Generation abgemüht, um materielle Werte zu schaffen. Das Leben ganzer Familie wurden um die Arbeit herum organisiert und hat seinen Sinn aus der beruflichen Arbeit gezogen. Und jetzt kommt eine Jugend, für die das nicht mehr erstrebenswert ist. Und da kommen immer mehr junge Menschen, die teilen und verteilen, die sich vom Leben Vertrauen in die Gemeinschaft und geistig-seelischen Wachstums erwarten, die ihre Wohnungen für vollkommen Fremde öffnen und, wenn sie selber reisen, am Leben von ihren bis dahin fremden Menschen teilnehmen. Sie nennen das Couchsurfing und lehren Hoteliers und Touristiker das Fürchten. Junge Menschen, für die seelische Gesundheit mehr zählt als ein dickes Konto, sind nicht gut zu manipulieren. Menschen, die über einen hohen Bildungsstand verfügen, sind nicht mehr mit Versprechungen von Einfachheiten abzuspeisen. Sie wissen um die Komplexität der Verhältnisse und verlangen nach komplexen Antworten. Unternehmertum, in diesem Sinne verstanden, kann durchaus einen sinnstiftenden Charakter aufweisen, wenn es durch die vielbeschworene Authentizität, Ehrlichkeit und Glaubwürdigkeit getragen wird. Aber was heißt das für uns Unternehmer, die wir neue Konzepte auch für uns selbst brauchen? Wer glaubt, in einer Welt, die sich derart rasant verändert, die nächsten 30 Jahre mit angezogener Handbremse leben zu können, wird von seinem Körper eines Besseren belehrt. Wer die Blockaden im eigenen Denken und im eigenen Leben pflegt, zahlt meist mit Krankheit. Dabei muss es nicht sein. Wer sich vernetzt, wer sich in das Fließen eindringt und selber wieder in Fluss kommt, gesundet. Manchmal reicht Physiotherapie, manchmal braucht es Psychotherapie, Yoga, Tanzen oder einfach gute Gespräche, Lachen und vielleicht auch Küssen. Genau das war für mich die Lehre. Mein Leben ändern bedeutet aber auch, das Leben von vielen anderen Menschen zu ändern, die mit meinem Leben verbunden waren. Es bedeutete, mein Unternehmen zu verändern. 2004 schmiedete ich die ersten Pläne. Als Wendepunkt würde ich heute aus heutiger Perspektive den großen Umbau des Lanzerhofs 2005 markieren. Mit einem neuen Design erhielt der erstmals etwas schullige Fastenbetrieb ein neues Gesicht. Zeitgleich, und ich wüsste nicht, was wichtiger war, krempelten wir die Organisation um. Und die Organisation erhielt ein Facelifting. Wir zogen einen informationstechnologischen Backbone ein und stellten unser Führungsverhältnis von Leitungs- und Abteilungsdenken auf Koordination und Kommunikation um. Breit angelegte Aus- und Weiterbildungsprogramme untermauerte den Wandel von einer Haltung der Inkompetenzvermutung hin zu einer Haltung der Kompetenzvermutung. Und es gehört zu den ganz großen Momenten meines Lebens, an diesem Aufblühen von bis dahin verborgenen Talenten beteiligt gewesen zu sein.
Als Ergebnis zog ich in meinem Büro in ein Nebenhaus und wenige Jahre später schied ich ganz aus dem Unternehmen aus. Es war mein erklärtes Ziel gewesen, meine Position als Ideengeber und Kreativitätstreiber an das Kollektiv der Talente abzugeben. Und das Unternehmen ist hochprofitabel und die Mitarbeiter tragen die Idee und das Konstrukt Lanzerhof Gesundheitszentrum so perfekt, dass ein Branchenfremder meine Anteile übernehmen konnte. Ich selbst habe mich der Herausforderung gestellt, mich auf die Suche nach den Aufgaben jenseits des Unternehmens zu machen. Und ich lebe heute ohne Visitenkarte und ohne PowerPoint. Ich bin beweglicher und agiler als in meiner Unternehmerzeit. Begegnungen, mit denen ich niemals gerechnet habe, säumen meinen Weg seither. Jahrzehntelange Meditations- und Yoga-Praxis bilden die Basis meiner Energie- und Flexibilitätsressourcen. Ich absolvierte jetzt ein Promotionsstudium und lehre an der Universität. Ich lebe in lebendigem Austausch mit Menschen jeden Alters. Sicherheit ist nicht mehr aus den festgezurrten Tages-, Wochen- und Monatsstrukturen ziehe ich daraus, sondern Sicherheit ziehe ich aus der Unsicherheit. Und lassen Sie mich mit einer Empfehlung des Unsicherheitsgurus Nassim Taleb zu Ende meines Vortrags kommen. Nassim Taleb war einer der wenigen, der die Bankenkrise vorausgesehen hat. In seinem Buch Der schwarze Schwan warnte er vor Ereignissen, die sich aus vielen unscheinbaren und an sich harmlosen Ereignissen zusammensetzen und katastrophale Folgen für die Menschheit haben. Taleb empfiehlt ein Verhalten, das er antifragil nennt und das sich durchaus auszeichnet, dass man unter Stress lernfähig bleibt, beziehungsweise besonders schnell lernt. Und genau diese Fähigkeit müssen wir üben. Unter Stress lernfähig zu bleiben bedeutet, Stress nicht nur zu vermeiden, sondern kreativ zu nutzen. Und genau das ist es, sehr verehrte Damen und Herren, was ich erfahren habe, nachdem ich aus dem Unternehmen ausgestiegen bin. Können Sie sich vorstellen, was es zunächst für einen Stress auslöst, wenn das Telefon beharrlich ganze Tage schweigt? Wenn Sie sich nur mit Vor- und Nachnamen vorstellen und das erwartungsvolle Gesicht Ihres Gegenübers auf die Nennung des Unternehmens wartet, für das Sie stehen? Das Bewusstsein, als ganzer Mensch nur für sich selbst zu stehen, war am Anfang beunruhigend. Aber dann wirkte die Begegnung selbst und die Persönlichkeit wird wahrgenommen. Das Leben findet in ruhigen Bahnen und zu einem gesunden Rhythmus. Auf Basis meiner Erfahrungen kann ich nun dazu raten, die sogenannten Zwänge zu hinterfragen. Und allzu oft erweisen sich diese als Denkblockaden. Es ist also Ihre Entscheidung, über was Sie vor Ihrem 80. Geburtstag nachdenken wollen. Sollten Ihnen Beta-Blocker, Insulinspritzen, Schmerzmittel und Schonkost nicht attraktiv erscheinen, wäre es ein guter Ansatz, jetzt hier und heute den inneren Hebel umzulegen. Stoppen Sie das Jammern über die Veränderungen, mit denen Sie konfrontiert sind. Suchen Sie in sich die Energie und Neugier, die es Ihnen als Kind ermöglichte, beseelt, begeistert die Welt zu erkunden. Bringen Sie wieder Fluss in Ihr Leben ein. Die Wissenschaft hat längst bewiesen, dass wir in jedem Alter lernfähig sind. Wir müssen nur unseren kindlichen Forschertrieb wiederentdecken und wiederbeleben. In den aktuellen Veränderungen liegen Chancen für uns als Individuum, für Unternehmen, Gemeinden und Regionen. Der Anfang liegt aber immer bei uns selbst. Wir haben die Kompetenz, wecken wir sie. Das Schlusswort überlasse ich meinem Wilhelm Busch mit Augenzwinkern mit folgenden Worten. Unentbehrlich, wirklich, er war unentbehrlich. Überall, wo was geschah, zu dem Wohle der Gemeinde, er war tätig, er war da. Schützenfeste, Casinobälle, Pferderennen, Preisgericht, Liedertafel, Spritzenproben, ohne ihn, da ging es nicht.
Ohne ihn war nichts zu machen. Keine Stunde hat er frei. Gestern, als sie ihn begruben, war er richtig auch dabei. Vielen Dank. Herr Wieser, herzlichen Dank. Sie haben uns zum Nachdenken angeregt. Natürlich sind es, ich vermute, die meisten von uns nicht in der beneidenswerten Situation wie Sie, dass wir unser Geschäft hinter uns geworfen haben, dass wir aber auch so ausgestattet sind, dass wir es uns leisten können, dass wir jahrzehntelang Erfahrung mit Yoga haben. Da haben Sie uns einfach etwas voraus. Aber wenn Sie uns jetzt hier alle anschauen, was raten Sie uns, wie können wir, ohne unser Leben ganz auf den Kopf zu stellen, zumindest einen Anfang machen? Ja, ich glaube, es geht vor allem darum, einfach nicht den Sport und die Aktivitäten an erster Stelle zu stellen, sondern tägliche Rituale einbauen, des kleinen Urlaubs jeden Tag, Aktivitäten zu machen, wie eben Meditation, die Zeit mit sich selber und einfach verschiedene Aktivitäten machen, die einem einfach die Pausen des Tages gönnen. Tony Mattis ist hier, ein wichtiger Mann in meiner Vergangenheit auch. Er ist der Experte auf diesem Sektor, lokal hier vorhanden. Ja, wir teilen uns da ein Mikrofon, aber das machen wir ganz gut. Herr Wieser, eine Frage noch. Bei uns in den Unternehmern ist man sehr sportlich. Es wird gelaufen, was das Zeug hält. Nun haben Sie gesagt, warum braucht man diesen Leistungsdruck auch noch in der Freiheit? Was empfehlen Sie, damit wir nicht nur sportlich sind, sondern vielleicht auch geistig fit bleiben? Ja, ich glaube, ein wichtiger Faktor ist einfach, nicht zu stark den Leistungsbereich im Sport zu sehen, sondern Körperbewusstsein ist einer der wichtigsten Faktoren. Wir sehen riesengroße Bewegungen, wie speziell die Yoga-Bewegung, die sehr stark ist in der ganzen Welt, in Amerika und überall. Körperbewusstsein, Öffnen der Sinne, um wahrzunehmen, was für Impulse für den Menschen im täglichen Alltag kommen können. Abgesehen vom Körper, wir haben auch einen Geist. Diesen Geist verwenden wir vor allem dazu, im Geschäft zu funktionieren, klug, richtig zu sein. Was empfehlen Sie, wie können wir unsere geistige Kapazität größer, weiter, auch kreativer machen? Ja, ich glaube, die Kunst und Musik, wie wir sie vorher gehört haben, sind einer der großen Metaphern in der heutigen Zeit. Mit Musik, mit Kunst, mit Betrachten von Kunst sehen wir also, die uns vorausgegangen sind, die Künstler, die sozusagen in diesen anderen Welten drin sind und die anderen Welten für uns präsentieren in diesem Bereich. Also Kunst, sich aufladen mit Musik, mit Kunst, mit Theater, Kultur, was hier die besten Voraussetzungen hier sind, hier auch in Vorarlberg. Also das kann ich nur, das ist die neue Spiritualität, wenn man es so nennen kann. Sie sprechen ja nicht von Leben, sondern Sie sprechen von Werden. Eine geheimnisvolle Wortkombination aus zwei schlichten Verben eigentlich. Was können wir uns vorstellen, wenn Sie von Werden sprechen? Ja, ist eine sehr gute Frage. Werden ist so eine Metapher, den ich überall mitschleppe in meinem Unternehmen, damals auch und speziell auch in den ganzen Unterlagen. Werden ist so ein Thema, wie Sie, wenn Sie also in einem bewussten Bewusstseinszustand sind und sozusagen die Möglichkeit in sich spüren, dass ein nächster Abschnitt, eine nächste Möglichkeit stattfinden kann. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, es wird nie etwas abgeschlossen, das eine setzt das andere voraus, fließt ineinander? Abschluss ist schon wichtig von verschiedenen Aktivitäten, die wir haben rund um uns herum. Aber es geht einfach durch, die Erweiterung ist möglich in vielen Möglichkeiten eben dieser Kontemplation. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage an Sie, Herr Wieser. Sie behaupten ja auch, dass man sein Schicksal selber gestalten kann. Zukunft ist nicht von einem fremdbestimmten Schicksal abhängig. Die Zukunft liegt in unserer Hand und Sie sagen auch, dass Sie wissen, wie es funktioniert. Und das möchten wir jetzt gerne von Ihnen erfahren, Herr Wieser. Ja, also wir sind ja alle hier Unternehmer und ich glaube, für Unternehmer ist es immer wichtig, dass wir die Zukunft in Bildern sehen, in Visionen sehen. Und viele Unternehmer hier wären nicht so erfolgreich, wenn sie nicht so viele Visionen und Traditionen von den Eltern auch übernommen haben. Ich glaube, der wichtigste Bereich der Weiterentwicklung ist, einfach in diesem bildhaften Denken auch Visionen anzustreben, die wir schwer vermuten, eigentlich auch nicht zu erreichen. Ja, wir fassen unsere Gedanken, unsere Visionen in Bilder. Wir sehen sie vor uns, damit wir sie auch sehen können. Haben Sie
den Lanzerhof so gesehen, als Sie angefangen haben, so wie er jetzt dasteht? Ja, das war natürlich ein sehr großes Versuchen, Trial and Error. Wir haben überall wieder versucht, wieder weiterzukommen. Aber die große Vision war schon ein ganzheitliches Modell einer wunderbaren Lebenskultur, eines sich Begegnens in einem Platz, wo so inszenierte Begegnungsräume auch sind, dort zu finden und einfach fragend und kritisch immer wieder zu stellen, was sind so die Themen, die die Menschen bewegen. Wo ist der Zeitgeist? Wo sind die Blockaden der nächsten Zukunft, die Leute? Und dort einfach die Mitarbeiter praktisch einzustimmen auf diesen Bereich. Wo sind die Themen oder die Schwierigkeiten der Menschen in der heutigen Zeit? Und meine Aufgabe war, wie ein Konzertregisseur, zum Beispiel Galerist für die Therapeuten und Ärzte zu sein. Meine Aufgabe war, die volle Achtsamkeit darauf zu legen, dass die Therapeuten und Ärzte in die beste Bereitschaft kamen, den Menschen zu helfen. Herzlichen Dank, Andreas Wieser, Entrepreneur und Gesundheitsphilosoph. Weiterhin alles Gute. Danke, Herr Wieser.